Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Dann lassen wir den die 9000 offen und gucken mal, was uns diese Probleme hier kosten. Mhm. Also, Druckerei hätten wir. Druckerei, da haben wir erstmal, dann gucken wir uns das Ergebnis unserer Agentenaktivität an. Belästigung. Das Vorgehen des Agenten hat zu viel Aufmerksamkeit von außen auf sich gezogen, deshalb musste er sich früher zurückziehen. Ein paar Ergebnisse hat er aber trotzdem. Der Agent holte sich einen Termin für einen Empfang beim Chefredakteur des Eisernen Boten und versuchte sie davon zu überzeugen, dass Brody entlassen werden müsse. Sarah Chester war erstaunt und bat ihn in ihr Arbeitszimmer. Anfangs versuchte der Genosse Redakteur, sich im allerbesten Lichte darzustellen. Der Agent konnte ihn jedoch davon überzeugen, dass er diesmal zu weit gegangen war und ihm selbst die Freundschaft mit Sarah Chester nicht vor zukünftigen Unabhängigkeiten schützen werde. Schließlich versprach Brody mit gepresster Stimme, um seine Entlassung zu bitten, tat dies jedoch mit wenig Überzeugung. Okay, wir müssen wieder einen Agenten schicken. Es gibt keine überflüssigen Rüffel, Genosse Brody. Lass uns doch anonyme Plakate über Brody an der Redaktion und bei seinem Haus aufhängen. Wir sollten dabei aber niemandem auffallen. Also das Zweite finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, aber das hier klingt auch wieder nach nochmal mit Nachdruck Präsenz zeigen. Oder? Weiß ich nicht. Also für mich nicht unbedingt. Aber ich habe das andere vorhin auch schon so nicht verstanden. Vielleicht bin ich auch einfach zu gutgläubig. Kann auch sein. Na, da war hier einen Menschen einsetzen müssen. Ja. Weißt du? Ja. Weil so eine Aussage würde ich jetzt nicht assoziieren mit einem erneuten freundlichen Hinweis, sondern durchaus auch mit einer Drohung. Aber ich finde eine Drohung an dieser Stelle durchaus gerechtfertigt, die besser ist als so ein Anschwärzen. Also ich finde das Anschwärzen halt blöd. Ja, zumal ich auch, ja total. Zumal es ja auch sowieso schon Schwierigkeiten gibt, weil es ein bisschen zu viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Genau. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich zu 1 tendiere. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Beim Zweiten ist klar, Plakate werden aufgehangen und wir wissen, was da passiert. Bei 1 wissen wir es nicht. Oder das ist gerade ein Gefühl und das sagt bei dir das eine und bei mir das andere. Vielleicht ist es auch eine Frage, wen wir da hinschicken. Ja, ja. Vielleicht haben wir irgendwen, der... Ich hätte ihn hier im Abda Alash. Moralische Unnachgiebigkeit. Genau. Ja, friedliebend, ruhiger Charakter, ja. Finde ich gut. Und ein starkes Moralverständnis. Deswegen... Ja. Würde ich ihn da hinschicken. Nicht übermäßig gewaltbereit, sondern mit einer guten Moral ausgestattet. Ja. Okay, wäre das geklärt. Dann haben wir hier Wolfrangbezirk an den Genossen Francis River. Genosse River. Gestern wurde uns von einem Informanten mitgeteilt, dass ein Student namens Andrew Coleman bei sich zu Hause eine Flagge des Corvinischen Imperiums aufbewahrt. Natürlich werden wir die entschlossensten Maßnahmen treffen, aber ich möchte unsere ehrenwerte politische Abteilung nicht ohne ernsten Grund bemühen. Deshalb beabsichtige ich, meine Leute zu dem Jungen zu schicken. Sie werden nachschauen, was vorgeht, mit ihm offen sprechen und ihm auf das Revier bringen. Ihre Zustimmung wäre mir recht für alle Fälle. Und wenn alles gut läuft, werde ich eine Erweiterung des Informantennetzes erbitten. Ein sehr nützliches Instrument. Hochachtungsvoll, Oberst John Chester, Leiter der AES für die Stadt Eisen 1. Er will ja schon wieder in den politischen Bereich eindringen.
Ja. Ich hätte übrigens gerne so ein kleines Handbuch, das politische System dieses Staates, um rauszufinden, warte mal, was bedeutet jetzt die Flagge des Corvinischen Imperiums, um das kurz einschätzen zu können. Das war das Ursprungsimperium, was quasi das Kernland war, wo es dann zum Aufstand kam durch die Orangene Revolution. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Das, genau, es waren die Feinde der Revolution. Ja. Oder die Revolution, die Feinde des Imperiums. Da bin ich mir jetzt gerade noch unsicher. Aber. Okay, welchen Bereich nehmen wir? Politische Abteilung oder wollen wir uns da raushalten? Diese Sachen fühlen sich widersprüchlich an. Die politische Abteilung wird Andrew das Leben zerstören, genehmigt. Ich werde mich nicht in Intrigen zwischen den Behörden einmischen, sollen sie doch alles so machen, wie es sich gehört. Also bei dem Obersten ist ja der Ausgang der Befragung schon klar, nämlich das Leben von diesem Andrew wird zerstört. Bei dem zweiten sagen wir, okay, wir gehen zurück, soll alles irgendwie seinen Prozessgang gehen. Halten wir die Dienstvorschriften ein? Ja, ich bin für das Zweite, aber irgendwie fühlt es sich so an, als ob irgendwie was anderes, also es ist widersprüchlich von dem, was er darlegt, hier unten. Absolut. Aber von den beiden Auswahlmöglichkeiten bin ich auch bei zwei. Ja, dann möchte ich gerne zwei. Dann machen wir das mal. Sie haben Nicht. abgelehnt, das festgelegte Verfahren zu ändern. Nun muss Chester alles nach Vorschrift machen. Das bedeutet, dass Coleman von einem schwarzen Auto abgeholt wird. Ja gut, aber es ist nach Vorschrift. Jetzt Ja. weiß ich halt nicht, was unsere Vorschrift besagt. Ja. So. Dann haben wir hier Ojuf-Bezirk an den Genossen Francis River. Genosse River, es ist etwas Undenkbares geschehen. In einem der Viertel beschädigten einige böswillige Jugendliche Agitationsmaterialien unserer ruhmreichen Partei oder reißen es einfach ab. Natürlich werden die Sicherheitskräfte bald die Nichtnutze und ihre Komplizen fassen. Allerdings hinterlassen das Abreißen von Plakaten oder Farbkleckse auf den Gesichtern der Anführer des werktätigen Volkes ein bedrückendes Gefühl, was ihr auf die Stimmung der Werktätigen auswirken kann. Deshalb bitte ich Sie, sich an der Lösung dieses Problems zu beteiligen und für die Wiederherstellung der von den Vandalen beschädigten Materialien zu sorgen. Genosse Rupert Black, Referent des zweiten stellvertretenden Leiters der politischen Abteilung der Stadt Eisen 1. Das Problem ist wirklich ernst. Heute beschädigt irgendwelches Pack Plakate und morgen übergießen sie Milizionäre mit kochendem Wasser. Das geht nicht. 6000. Ich beabsichtige nicht, diesen Typen einen Dienst zu erweisen, soll er doch seine Plakate selber kleben. Ja, ich befürchte, dass so im Sinne unseres politischen Ansehens wahrscheinlich es gut wäre, eben also dieses Problem zu lösen. Allerdings wegen so ein paar Jugendlichen, die jetzt gerade mal gegen das System wettern, weiß ich nicht, ob wir jetzt hier so einen Aufwand betreiben müssen. Und Edelhack hat eine Umfrage angelegt. Und Stiefelkante merkt an, dass 6000 echt ganz schön viel ist dafür, dass es halt nur die paar Jungs sind oder Jugendlichen. Also ich finde es auch viel Geld. Also da hätten wir ja fast auch schon den neuen Friedhof bezahlen können. Ja, korrekt. Also für ein paar beschädigte Agitationsmaterialien und Link-Elemente und Plakate. Wüsste ich jetzt nicht, warum wir das Geld ausgeben sollen. Wenn wir jetzt in Geld schwimmen würden, möglich, aber so. Ja, ein Poll ist Ich bin ja. ab, Plakatieranfrage. 6000 zahlen oder nichts tun, hast du sehr schön umrissen, Edelhack. Finde ich sehr, sehr schön. Tendiere zu zwei. Ich bin gespannt, was die anderen sagen. Was ihr alle sagt. Ich tendiere auch zu 2. Ich drehe auch noch mal in meinem Kopf hin und her.
Aber im Prinzip ist es tatsächlich ein klein wenig zu viel Geld. Eventuell handelt uns das 1-2 Prozentpunkte weniger bei der Partei ein, weil hier spricht uns nicht irgendwer an, sondern der Referent des zweiten stellvertretenden Leiters der politischen Abteilung. Ja, wir würden ihm ja wahrscheinlich nicht sagen, dass er die Plakate selber kleben soll, hoffe das ich. Das stimmt. Also ich hoffe, wir würden eine andere Formulierung finden. Nee, ich finde das gut mit 2 Minuten, Edelhack, auf jeden Fall. 100% nichts tun. Ja. Ich finde, also die Zeit läuft ja noch ein bisschen. Eine Variante wäre auch bei der Umfrage, so wie eben anzukündigen, dass es kommt. Dann wissen alle, dass es kommt, dann kannst du schnell klicken und dann reicht vielleicht auch die Minute. Das stimmt, ja. Ja, Belana hat recht. Wenn die Partei will, dass wir viel Geld für Plakate ausgeben, dann sollen sie uns mal mehr Geld geben. Finde ich schön. Ja, ich nehme die Variante 2. 100% sagen, nichts tun. Ja. Wie hoch sind denn die 100%? 4. Okay. Sie haben zu Recht entschieden, dass das Stadtoberhaupt nicht verpflichtet ist, sich mit solchen Kleinigkeiten zu befassen. Aha. Die Einwohner des Bezirks müssen sich auch weiterhin an Fetzen von Parteiappellen erfreuen. Okay. Ojew-Bezirk-Defizit. Die Versorgung von Eisen 1 war nie besonders gut. In letzter Zeit war die Situation aber noch deutlich schlechter geworden. Es stand ein ernster Mangel an Gegenständen des Alltagslebens bevor, wie Kleidung, Schuhe, Möbel, Geschirr. Am unzufriedensten sind die wohl situierten Bürger, die ihr gewohntes Lebensniveau nicht aufrechterhalten können. Aber wenn nicht bald etwas passiert, dann wird das Leben in der Stadt für alle unerträglich und dann kommt es zu einem sozialen Sturm. Problem lösen durch 1 von Getränken oder Alkohol oder hast du nicht gesehen, aber haben wir nicht. Können wir jetzt nicht. Oh. Wir haben 2. Ach, das ist alles im selben Bezirk. Ojew-Bezirk Treibstoffkrise. Der Mangel an Treibstoff brachte das Transportsystem der Stadt an den Rand des Kollapses. Die Benzinrechte werden zwischen den Behörden aufgeteilt, aber dies reicht nicht aus. Und so kommen Krankenwagen, Polizei oft zu spät und der Müll wird mit großer Verspätung abgefahren. Ein Teil der Buslinie wurde gestrichen, was die Effektivität der Arbeiter heruntersetzte. Die Besitzer von Privatautos, in der Regel wohlhabende Stadtbewohner, büßten diese Autos praktisch ein. Wenn das Problem nicht gelöst wird, dann steht der ganze Stadt am Rande des Zusammenbruchs. Wir haben von beidem nichts. Mhm. Okay. Überfällig, dass wir uns um die kümmern. Und jetzt Stadtgericht. Oh, okay. Achso, der Agent hat gerade einen anderen Auftrag. Ich dachte gerade, auf den wird ein Attentat verübt. Streikbrecher. Beim Gebietskomitee gingen Informationen über einen Antrag, ein Meeting durchzuführen, ein. Dieser war von der Gewerkschaft Eisen 1 gestellt worden. Einer der Unterzeichner war Genosse René Beauvoir. Der zweite Sekretär von Jack Reed. Dieser Mensch trat in unserem Auftrag vor einem halben Jahr in die Gewerkschaft ein. Zuerst erhielten wir korrekt von Beauvoir wichtige Informationen, aber vor etwa einem Monat hörte er auf, in Kontakt zu treten. Seine Unterschrift auf dem Antrag war für uns ebenso eine Neuigkeit. Sie müssen die Situation klären, die Motive Beauvoirs herausfinden, sowie seine gegenwärtige Position. Das ist einer der Anmelder der... Der... Ja. Und... Der ist eigentlich ein Agent von uns. Hey, Stiefelkante, herzlichen Dank für das Prime-Abo. Herzlichen Dank. Danke, danke, danke schön. So, Beauvoir war eigentlich jemand, der von den politischen, von der Partei dahin geschickt wurde. Mhm. Hm. Und jetzt meldet er sich nicht mehr und ist stattdessen mit den Gewerkschaftern dabei, Demonstrationen zu organisieren und damit den Nachbarn zu stören, nachts, wenn die sich treffen und vorbereiten. Ja, ja. Ich bin übrigens dafür, das gar nicht so kompliziert zu machen und dass wir den älteren Herren
links oben mit ihm reden lassen. Hm. Kurz in den Chat, Stiefelkante, herzlichen Dank und gute Nacht. Und Edelhack fragt, rein rollenspieltechnisch, seid ihr Parteisoldat oder angehender Dissident? Ich würde sagen, wir sind jung, unverbraucht und von den Idealen unseres Systems überzeugt und stellen fest, dass in Eisen 1 einiges schiefläuft. Und die Frage nach Parteisoldatentum oder Dissidenten stellt sich nicht, wenn es darum geht, eine Idee hochzuhalten. Na und dazu kommt auch noch, dass die Partei uns ja genau aus dem Grund dahin geschickt hat. Ja. Also es kann halt auch sein, dass in Eisen 1 die Umsetzung des staatlichen Konzepts, der Idee, wie André sie so schön beschrieben hat, einfach nur ganz schlecht läuft. Möglicherweise sind wir am Ende unserer Reise in dem Spiel total desillusioniert von der Idee. Kann auch sein. Aber momentan ist es so, dass wir mit unseren Idealen, der Idee und unserer Ausbildung hier hingekommen sind und uns denken, what the fuck, was ist denn hier los? Ja. Und jetzt irgendwie versuchen, da klarzukommen. Ich würde nicht sagen, angehender Dissident. Ich würde sagen, die Zukunft ist ungewiss. Ich bin mir auch selber noch nicht sicher. Ich kann es gar nicht sagen. Okay, du hast gesagt, du hast eine einfache Lösung dafür. Wozu übermäßig kompliziert? Wir reden einfach mit diesem Menschen. Also weil wir grundsätzlich als Staatsvorsitzender ja den Gewerkschaftern und ihrer Sache positiv gegenüberstehen. Ja. Und warum jetzt hier Tür eintreten lassen oder ihn jetzt noch irgendwie beobachten? Er weiß ja, wer wir sind und wir wissen, wer er ist. Ja, und wen hast du, den Älteren, André Brasilach? Ja, weil der das schon so lange macht. Und es kann durchaus sein, dass er ihn mit eingeschleust hat oder aus seiner Generation. Ist aber der alte Busenkumpel von dem Vorgänger, der diese Krankenversicherung eingeführt hat. Stimmt. Also. Ich hätte ihn anders hier vorgeschlagen. Neigt nicht zu Konflikten, ist aber ist fleißig, neigt nicht zu Konflikten, duldet keine Lügen. Das finde ich gut. Ich glaube, der ist der Richtige für ein offenes Wort. Ja. Dann los. Ich bin gespannt. So, und hierfür haben wir leider keine Ressourcen. Wir haben uns dazu entschieden, nichts auszugeben, bleibt die Frage der 9000 für den Friedhof. Ich bin dagegen. Ich auch. Wie gesagt, wenn wir 9000 ausgeben und jetzt kommt nochmal eine Sache, die wir wirklich gut finden für 15.000, bin ich nicht gewillt, bei 22.000 Restbudget nochmal 15.000 rauszukloppen. Ja. Also wenn die Anfrage irgendwann nochmal kommt und wir hätten noch eine Null mehr bei dem Geld, das uns zur Verfügung steht, möglicherweise. Aber jetzt bin ich da ganz bei dir. Okay. Dem Friedhof geht es jetzt wesentlich besser als dem Stadthaushalt. Ja, das Problem besteht und sie werden es irgendwann angehen, aber nicht jetzt. Korrekt. Oh. Hey. Was sieht denn doch nicht frei? Es gibt doch Tee. Francis, ich habe Ihnen Tee gebracht. Helen, ich habe dich nicht darum gebeten und ich bin heute auch nicht so beschäftigt für eine solche Fürsorge. Die Sache ist die, dass ich genau das gleiche Problem habe und ich habe beschlossen, mich mit Teekochen zu beschäftigen. Aber seien Sie unbesorgt, ich habe mir ebenfalls Tee gemacht. Wenn wir schon beide nichts zu tun haben, können wir uns vielleicht Gesellschaft leisten? Warum denn? Ich wollte schon immer fragen, wie eine junge Universitätsabsolventin gleich die Stelle der Sekretärin des Leiters des Stadtkomitees bekommen konnte. Alles ist ganz einfach, Francis. Mein Vater war ein guter Freund des Genossen Lebowski. So habe ich die frei gewordene Stelle bekommen. Ich habe doch gewusst, dass du kein einfaches Mädchen bist, Helen. Ich bitte Sie, ich bin doch nur ein einfaches Mädchen.
Arbeitet dein Vater irgendwo in der Verwaltung? Vielleicht bin ich ihm begegnet? Ich befürchte, dass Sie ihm nicht begegnet sind, Francis. Er starb vor 1,5 Jahren an Krebs. Verzeihung, Helen. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Francis. Sie konnten das nicht wissen. Er wäre auch nicht beleidigt gewesen. Er war ein gutmütiger Mensch. War euer Umgang freundschaftlich? Sogar sehr. Wir sind ständig irgendwohin rausgefahren. Wir sind auf dem Seeboot gefahren, in Waldzelten gewesen, im Winterski gelaufen. Es war wunderbar. Hört sich gut an. Erzählen Sie etwas über Ihre Kindheit, Francis. Da gibt es nichts zu erzählen. Die übliche Kindheit eines Stadtkindes. Die Eltern ständig bei der Arbeit. Ich würde nicht sagen, dass wir in all dieser Zeit wenigstens etwas freundschaftlicher geworden wären. Ich bin von selbst groß geworden. Spiele im Hof und einmal im Jahr das orangene Pfadfinderlager waren meine einzige Abwechslung. Recht langweilig und sinnlos, wie bei den meisten. Keine Boote auf dem See, kein Skifahren. Schauen Sie, wie sich jetzt alles verändert hat. Ich bin sicher, dass das Interessante noch vor Ihnen liegt. Offenbar. Puh. Wissen Sie was? Bald ist Winter und ich könnte Ihnen Skifahren beibringen. Das Oberhaupt von Eisen 1 ist niemals die Hänge des Orange-Ferienzentrums heruntergefahren. Wie kann das sein? Das ist doch die einzig wirklich interessante Beschäftigung in unserer Stadt. Nun, Helen, abgemacht. Wir gehen unbedingt Skilaufen. Wir haben übrigens recht lange miteinander gesprochen. Es scheint, dass der Arbeitstag inzwischen zu Ende ist. Vielleicht kann ich dich nach Hause begleiten? Ich denke, es ist noch zu früh. Ein wenig? Ich meine, dass es noch hell draußen ist. Aber der Winter kommt bald und es wird immer früher dunkel. Schön! Oh, wie schön! Also, Belana, um deine Frage zu beantworten, ja, ich denke, da läuft noch irgendwas. Und ohne Horstin zu nahe treten zu wollen, aber ich habe mich gerade zum Horst gemacht, was nichts mit Horsti zu tun hat. Okay, Helen, ich habe verstanden. In diesem Fall bis morgen? Bis morgen. Oh Mann. Francis, da sind Besucher für Sie. Die Genossen Strasser und Copper. Lass sie herein, bitte. Guten Tag, Francis. Guten Tag, Genosse Strasser. Hallo, Ray. Hallo, Frank. Wir haben Dokumente von der AIS mitgebracht. Wenn du nur wüsstest, was dort für Trottel arbeiten. Ich musste sie fast anschreien, damit sie sich bewegen. Zum Glück erschien mir der Leiter, Genosse Chester, ein vernünftiger Mann zu sein. Wenn auch ein unangenehmer. Weil er sich nicht eingemischt hat, als sie seinen Untergebenen Anweisungen gegeben haben? Dass er meine Kompetenz anerkannte, spricht für seine Vernunft, Francis. Aber wir sind nicht hier, um über ihn zu sprechen. Lies besser, was wir zusammentragen konnten. Oh Gott. Diese Akte kennen wir schon. Ja, diese Akte haben wir schon gelesen. Anlage 1. Verdächtiger, Kamrat Ronald Rayen. Das ist der Typ, mit dem wir getrunken haben. Ja. Pensionär, Militärdienst, gefreiter Teilnehmer an Kampfhandlungen in Chorinseln aufgrund der Verwundung in der Reserve entlastet, ausgezeichnet mit der Tapferkeitsmedaille, Parteigehörigkeit, parteilos. Der Kamerad oder Genosse Rayen wird der Begehung einer Serie von Morden aus politischen Motiven verdächtigt. Er ist in Eisen 1 wegen seiner parteifeindlichen und kriegsfeindlichen Ansichten bekannt. Allerdings hat die Partei aufgrund seiner heldenhaften Vergangenheit die Augen davor verschlossen. Aller Wahrscheinlichkeit nach Alkoholiker. Er wurde einige Male von Mitarbeitern der AIS wegen Rauditums festgenommen und erhielt jeweils
eine Ordnungshaft von bis zu 5 Tagen. Er verfügt über große körperliche Kraft und alle notwendigen Fähigkeiten für die Begehung eines Mordes. Der Aufenthaltsort an den Mordtagen ist unbekannt. Es besteht ein persönlicher Konflikt mit den ermordeten Snyder und Fischer, gegenwärtig in Haft, nachdem er im betrunkenen Zustand in einer Bar randalierte. Dabei wurde ein Mitarbeiter der AIS verletzt, schwerer Schlag in den Bauchbereich. Bestreitet seine Schuld. Anmerkung: Die Soldatenpension ist gegenwärtig entzogen, arbeitsscheu. Bei der Festnahme wurden Blutspuren auf der Kleidung festgestellt. Die Proben wurden zur Untersuchung geschickt. Interessant. Wir haben am 15. die Frau kennengelernt, sind am 16. zu spät zum Date gekommen und haben ihn stattdessen in der Kneipe getroffen. Stimmt, dann kann es ja sein, dass er es gar nicht war am 16. Genau. Und zwar in den Abendstunden, kannst du noch mal kurz runterscrollen, bitte? 19.15 Uhr bis 22 Uhr, das muss in dem Zeitraum gewesen sein, wo wir ihn gesehen haben. Genau. Wir sind um 7 zu spät, wir waren verabredet mit der Frau um 7, sind um 7:30 aber erst rausgekommen oder so. Ich glaube, es war schon kurz vor 8. Die Kollegin kam rein und hat ja auf ihn gewiesen. Also, das heißt, das ist ein Punkt. Dann zweite, Verdächtiger Kommunade Walter Weise. Walter Weise? Weiße? Den kennen wir doch auch. Woher abgeschlossenes denn? Hochschulstudium als Chemieingenieur. War das nicht der Typ, der uns auf die Verschmutzung hingewiesen hat? Oh. Glaube ich. Der Kommunat Weise wird gegenwärtig von der Ermittlung als Hauptverdächtiger herausgestellt. Wir empfehlen, die Aufmerksamkeit auf ihn zu konzentrieren. Scharfer Gegner der Reform zur Krankenversicherung, die in Eisen 1 durchgeführt wurden, befindet sich in einem Streitzustand mit der Leitung des Unternehmens, in dem er arbeitet. Mitarbeiter und Leitung des Werks sprechen von einem äußerst aggressiven Verhalten des Kommunade Weiße. Nimmt oft freie Tage, offizieller Grund Fürsorge für den krebskranken Vater, darunter an den Tagen der Morde, behauptet bei der Vernehmung, dass er an den Abenden der Morde zu Hause war. Der Vater bestätigt seine Worte, allerdings sollte seine Aussage wegen der engen verwandtschaftlichen Beziehung nicht als wahrheitsgemäß gewertet werden. Anmerkung: Alle ermordeten Kommunaden stimmten für die Durchführung der Reform der Krankenversicherung, was auf ein mögliches Tatmotiv des Kommunade Weise hindeutet. Und da würde ich sagen, nee. Nee? Die Gewerkschaft hat ihren Protest genehmigt bekommen. Er geht aggressiv vor, aber das klingt so, als ob ihn die Betriebsführung loswerden will. Also sein Vater gibt ihm zwar ein Alibi, aber ist sein Vater. Was ist das für eine Polizeiarbeit? Ja, also, mir sind die Argumente auch zu dünn. Ja. In alle Richtungen. Also um Edelhack mal zu zitieren, das trifft es ganz gut. Anlage 3. Emma Dormer kennen wir auch, oder? Und auch diese Begrifflichkeit, Arbeitsplatz, also arbeitsscheu. Jemanden, also, ach, unangenehm. Die Kommandantin Dormer wird der Begehung einer Serie von Morden aufgrund persönlicher Abneigung gegen die Opfer und psychischer Störungen verdächtigt. Sie war mit allen drei Ermordeten bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach war ihr Ziel, Geld und oder andere materielle Vorteile in Form von Geschenken zu erhalten. Nach Aussage der Verdächtigen wurden alle drei Opfer an Tagen ermordet, an denen Verabredungen mit der Kommandantin Dormer bestanden. War das die Rothaarige? Ich habe auch gerade überlegt. Aber ich weiß nicht, hat sie sich namentlich vorgestellt? Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern, dass wir sie beim Vornamen nennen sollten, aber ich habe den Vornamen vergessen. Die Ermittlung nimmt an, dass die Verdächtige aufgrund ihres Körperbaus keinen tödlichen Schlag ausführen könnte, es sei denn im Zustand des Affekts. Die Verdächtige widerspricht sich in ihren Aussagen selbst. Sie befindet sich derzeit unter Meldeauflagen auf freiem Fuß.
Anmerkung, bei der AIS ist eine Erklärung von der Ehefrau eines der Opfer eingegangen, deren Inhalt sehr emotional gehalten ist. Die Frau behauptet, dass Dormer ihren Mann aus Rache hätte umbringen können, weil dieser sich von der Verdächtigen hätte trennen sollen. Sagt die Ehefrau. Ja. Okay, dazu kommt ja auch noch, dass bei allen Morden daneben Schmuck gefunden worden ist. Wir wissen, wer die ursprüngliche Besitzerin des Schmuck war, wir wissen aber leider nicht, wer der Käufer, die Käuferin war. Weil die Rothaarige kann es nicht gewesen sein, wie wir schon festgestellt haben, weil an einem der Abende, wo ein Mord hätte begangen werden sollen, haben wir sie in der Bar getroffen. Und die hat sich ja so tierisch über Männer aufgeregt. Und zwar nicht über einen Mann, sondern über mehrere Männer. Ja. Okay. Es kann gut sein, dass sie eine Agenda hatte, in irgendeiner Form auch diese drei Parteiangehörigen, mit denen sie alle eine Affäre hatte, in irgendeiner Richtung zu beeinflussen. Und das macht sie sehr, sehr verdächtig auf viele Arten und Weisen, aber nicht Verdächtige in dieser Serie von Morden. Es wäre super spannend rauszufinden, wenn das Ziel von dieser Frau war, Geschenke von den Männern zu bekommen, wäre super spannend rauszufinden, ob einer dieser Männer diesen Schmuck gekauft hat. Ja. Wahrscheinlich dann das erste Opfer. So, und jetzt ärztliche Bescheinigung oder kommunalische Fürsorge. Die vorliegende Bescheinigung bestätigt, dass Anna Turner, geboren 8.6.1963, im speziellen Gebietskinderheim Nummer 1 der Stadt Eisen 2 für Kinder mit organischen Schädigungen des zentralen Nervensystems und Störungen der Psyche in vollständiger staatlicher Fürsorge untergebracht war. Eingewiesen ins Kinderheim Nummer 1 am 24.11.1973 auf Beschluss einer Kommission nach psychopathologischer Untersuchung. Die Spezialisten berücksichtigten die starke emotionale Erschütterung aufgrund des tragischen Todes der Eltern sowie eine Reihe von Panikattacken, die später bei der Interaktion mit Männern höheren Alters bemerkt wurden. Die Mutter der Minderjährigen starb an inneren Blutungen, festgestellt im Laufe der Obduktion am 3.9.1973. Außerdem wurden zahlreiche Schläge festgestellt, die mutmaßlich seitens des Ehemanns stammen. Gutachten der Akte 7332-197. Der Vater der Minderjährigen starb infolge einer akuten Alkoholvergiftung, Ergebnis der Obduktion vom 17.10.1973. Anna wurde am 29.07.1975 von Leslie Turner adoptiert. War Anna diejenige, die den Schmuck verkauft hat? Ja. Das war doch vorhin dieses Gespräch, du bist so eine starke Frau und so. Ja. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, was wollen Sie uns jetzt mit dieser Akte sagen? Anna könnte gelogen haben in Bezug auf den Verkauf des Schmucks. Mhm. Quasi als Ausrede. Sie ist die eigentliche Täterin, hat den Schmuck verloren. Mhm. Okay. Okay, gucken wir mal. Wie war das? Motiv, Mittel, Möglichkeit. Was denkst du, Francis? Es scheint, dass ich bereits alle Verdächtigen in der Stadt gesehen habe. Nicht verwunderlich. Eisen 1 ist ein großes Dorf, keine Stadt. Erscheint es dir nicht merkwürdig, dass es hier zwei Frauen gibt? Sie hätten kaum die Kraft gehabt, um den Brustkorb zu durchstechen, noch dazu mit dem Küchenmesser. Quayen, du unterschätzt das schöne Geschlecht. Und ich dachte, dass unsere ruhmreiche Revolution genderspezifische Stereotype ausgerottet hätte. Ich spreche nicht von Stereotypen, sondern von physischer Kraft. Ja, das hat seine Bedeutung, aber nicht so eine große, wie du denkst. Der Fall scheint immer komplizierter zu werden. Du hast recht, Francis. Lies, denke nach. Wir müssen wahrscheinlich schnell handeln. Ich habe Wayne gebeten, dir bei Bedarf zu helfen. Danke, Genosse Strasser. Keine Ursache, das ist unsere Arbeit. Menschen zu schützen. Das reicht. Ich werde sie nicht weiter stören. Viel Glück. Auf Wiedersehen, Genosse Stracher. Wir sehen uns, Ray. Okay, ich muss keine Entscheidung treffen, sondern die ermitteln weiter.
Ja, die haben uns nur informiert und der Kollege sagt uns Bescheid, wenn er was gehört hat. Oder wir melden uns bei ihm, wenn es soweit ist. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!